Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung Panorama, heute hier aus Thun. Wir folgen die drei Beiträge heute für eure Sendung. Der Schwingerkönig Stucki Christian tritt seine letzte Saison an. Der Beat Feuz ist sein letztes Rennen in Wengen gefahren. Und wir haben während der Lauberhornrennen bei einer Bar einen Besuch abgestattet. Der seeländische Schwinger Stucki Christian verabschiedet sich schon gleich vom Spitzensport. Nebst vielen anderen Kränzen hat er im 2019 in Zug sogar den Schwingerkönig-Titel geholt. Warum er seine letzte Saison antritt, erzählt er uns im Interview. Du hast deinen Rücktritt bekannt gegeben auf Ende 2023. Wieso willst du zurücktreten? Ja, einerseits ist es sicher das Alter, andererseits sind es die Bresten, die man hat. Bekanntlicherweise eben die Schulter, die kaputt ist. Der Rücken, der nicht mehr so ganz tut, wie er sollte, manchmal. Und das sind ja dann auch so Beweggründe, die mich dazu erwogen haben, den Schritt zu gehen. Ich glaube, eben mit 38 und dem Ganzen, was ich erreicht habe im Schwingsport, kann man da erhobenen Hauptes den Hut nehmen. Wieso hast du deinen Rücktritt erst auf Ende 2023 und nicht per sofort bekannt gegeben? Ja, das ist sicher, weil hier in Lies noch das seeländische Schwingfest ist. Und ich habe dort so ein noch einen Talk-Knopf drin, weil ich noch nie ein seeländisches in meinem Wohnort machen konnte. Und jetzt ist das heuer wieder so weit. Das war 2006 und 2019 der Fall gewesen. Und beide Mal bin ich verletzt gewesen. Und jetzt heuer ist auch noch so die letzte Ölung, wo ich das noch zweckbringen könnte. Wenn du so auf deine Karriere zurückschaust, was sind so deine Highlights? Ja, es gibt viele, es gibt ganz viele Highlights, sei das der erste Kranz, wie natürlich auch eben die Siege am Eidgenössischen, wo ich bei Schwingerkönig geworden oder wo ich die Rundspunnen gewinnen konnte. Oder auch schon ein bisschen früher, 2008, wo ich Kirchberg-Sieger geworden bin. Oder ja, eigentlich jedes Schwingfest hat sein Highlight gehabt, sage ich mal. Und das sind viele schöne Erlebnisse, die ich durfte feiern. Und die ich auch nicht missen will. Oder Skirennfahrer Beat Feuz hat seinen Rücktritt angekündigt. Am Wochenende hat er seine letzte Lauberhornabfahrt gefahren und ist auf dem 5. Platz gelandet. Später im Weltcup-Dörfli ist er von den Fans noch mal so richtig gefeiert worden. Das war ein Grund, warum ich wahrscheinlich nicht gesehen habe. Ich höre von heute auf morgen, sondern das wollte ich noch einmal erleben. Ja, es ist immer als Schweizer einmalig, in den Kämpfen zu schauen. Ich glaube, die meisten Leute sind auch nicht das erste Mal hier auf diesem Platz. Sie haben schon öfters da gesehen. Danke vielmals für jedes Jahr, wo ihr da seid. Und wir werden so die nächsten Jahre sehen, ob es nicht mehr hier ist. Bei den Lauberhornrennen steht neben dem Skisport auch das Feiern ziemlich im Vordergrund. Mein Kollege Manuel Moser ist im Weltcup-Dörfli bei einer Bar vorbeigegangen und hat unter anderem herausgefunden, was und wie viel vom Publikum konsumiert wird. Hast du ein persönliches Highlight hier, was hier in der Bar passiert ist? Ja, da fällt mir spontan ein, dass das kanadische Rennteam mal ihren Sieg gefeiert haben. Das war, glaube ich, ein Slalomrennen vor 7 oder 8 Jahren. Und da sind sie am Sonntagabend nach dem Rennen direkt hier rein zum Feierabendbier und zum Zelebrieren. Ja, vielleicht kannst du schätzen, wie viel hier getrunken wird an diesen 3-4 Tagen oder vielleicht einen Vergleich aufstellen? Ja, also es ist sicherlich 3 oder 4 Mal so viel wie ein normaler Samstag. Und sicherlich in der Region von dem Neujahr oder vom 1. August. Und also hunderte, wenn nicht vielleicht 1000 Liter Bier und dann vor allem Gin Tonic en masse. Also sicherlich so stark wie Neujahr, Freitag und Samstag. Gibt es eine besonders lustige Geschichte, die hier in dieser Bar passiert ist oder so? Wenn ich mich an letztes Jahr erinnere, da haben wir hier unseren Obstkorb
stehen. Da hat ein Gast, der schon ziemlich angetrunken war, sehr leidenschaftlich in eine Zitrone gebissen, wie ein Apfel, und hat tatsächlich die ganze Zitrone gegessen. Das war von unserer Perspektive hinter, der war sehr amüsant. Warum sind die Lauberhornrennen oder diese Tage auch hier für euch eher ziemlich cool? Ja, ich schätze, das hängt mit der Geschichte von den Rennen zusammen. Also die längste Abfahrtsstrecke der Welt. Man merkt die positive Energie im Dorf schon eine Woche davor. Und du hast Gäste aus der ganzen Schweiz und dann aus der ganzen Welt, die extra hier ankommen. Deswegen auch Beat Voits hat ja nochmal gesagt, wie speziell die Lauberhornrennen für ihn sind. Und das spürt einfach jeder in diesem Dorf. Und deswegen freuen wir uns auch 360 Tage im Jahr auf dieses Rennen. Und dann die Woche davor ist dann stressig, aber wenn dann das Freitagrennen stattfindet, dann ist alles wieder gut. Hoffen wir, dass Sie sich von den vier strengsten Tagen im Jahr gut erholen können. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Weitere Infos und einzelne Beiträge findet ihr auf www.jungfrauzeitung.ch. Die Kollegen von Meteo News präsentieren euch im Anschluss noch das Wetter. Ich danke euch vielmals für Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Grüß euch miteinander. Ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau-Zeitung-Wetter für den Kanton Bern. Auch heute hat die Wolken dominiert. Zum Teil ist es nass geworden und es war noch mal ziemlich windig. Wenn wir uns die Strömungsanimation anschauen, sehen wir uns im Moment im Einflussbereich von einem umfangreichen Trog. Das heisst, da von Norden und Westen her fließt ziemlich frische Luft zu uns in Alpenraum. Entsprechend gibt es jetzt auch wieder mal ein bisschen Winterwetter. In Nacht auf morgen trocknet es vorübergehend ab. Zum Teil gibt es noch ein paar Auflockerungen. Und dann haben wir morgen speziell in den östlichen Regionen noch ein paar Auflockerungen mit dabei. Dann nehmen wir die Wolken zu und Richtung Westen zu gibt es bis Mittag zum Teil erste Flocken. Die Temperaturen morgen früh die liegen zwischen minus 4 und knapp 0 Grad. Am Nachmittag da ist es mehrheitlich stark bewölkt und von Westen her setzt bis am Abend verbreitet Schnee ein. Nur in der tiefsten Lage im Seeland ist zum Teil Schneeregen oder Regen, sonst schneit es meistens bis ganz ab und die Temperaturen die reichen maximal etwa 0 bis 3 Grad. In Nacht auf den Mittwoch und am Mittwoch selber geht es wechselnd bis stark bewölkt und gelegentlich mit ein bisschen Schnee weiter. Temperaturen weiterhin auf winterlichem Niveau. Im Flachland haben wir etwa 1 Grad. Minus 1 Grad haben wir am Donnerstag noch maximal. Es längt also zumindest stellenweise für einen Eistag. Dazu ist es wechselnd bewölkt, lange Zeit trocken. In der Richtung Bergen könnte es noch ein paar Flocken geben. Freitag haben wir hochnebelartige Wolken. In den Bergen wird es aber dann immer sonniger. Temperaturen weiterhin um frostigen Bereich. Und am Wochenende dann geht es über dem Flachland mit Hochnebelfeldern weiter. In den Bergen ist es mehrheitlich sonnig. Da haben wir dann also ruhiges Winterwetter. Temperaturen die bleiben dann mehrheitlich unter einem Gefrierpunkt. Das längt also weiterhin für den einen oder anderen Eistag. Das war vom Wetter. Ganz schönen Abend und auf Wiedersehen miteinander.